So, hallo, ich bin der Wolfgang, euer Tesla-Gutachter, und ich wollte heute mal mit euch darüber reden. Tesla-Abholgutachten für Neufahrzeuge, ist es erforderlich oder nicht? Ich habe in der letzten Woche einiges erlebt, positiv, negativ, und ich will das Produkt nicht schlecht machen, aber ich will einfach mal, dass es sich vielleicht verbessert und dass die Leute, die abholen bzw. mich halt buchen, auch wissen, warum man das machen sollte oder wo man das machen kann, wo die Vorteile und Nachteile liegen. Ja, also ich mache erstmal eine Pauschale 199 Euro und man kann Netto. sich, netto ist das, genau, da kommt die Mehrwertsteuer zu und das kommt natürlich jetzt die Fahrzeit dazu. Da haben wir jetzt für Köln, das ist ja so mein Einzugsgebiet, wo ich meistens bin, da haben wir 26 Euro Anfahrt. Düsseldorf ist das schon deutlich mehr, da sind es 76. Warum sollte man das überhaupt machen? Weil man hat ja einen Neuwagen. Warum brauche ich denn dich dabei als derjenige, der die Sache erstmal begutachtet? Ja. Warum? Ja, die Fahrzeuge kommen von weit her, die haben verschiedene Transportwege. Das heißt, nachdem sie produziert wurden in Fremont oder in China, werden die Fahrzeuge im Vortransport erstmal zu einem Hafen gefahren, werden vielleicht noch irgendwo zwischengelagert, werden dann wieder auf ein Schiff verladen. Das sind also alles Jockeys, die damit fahren, verschiedene Leute, die Fahrzeuge bewegen. Die machen das den ganzen Tag, die sind mit Sicherheit gut, aber passieren tut da immer was, ne? Wenn das Schiff dann irgendwann, vielleicht auch mit hohem Seegang, es muss verzurrt werden, im Ursprungshafen oder angekommen ist, dann wird auch da erstmal wieder entladen, die Fahrzeuge werden wieder zwischengelagert auf einem großen Platz und von da aus erstmal wieder dann auf einen Transporter oder per Bahn entsprechend in diese Verteilerzentren, in die Regionen halt gebracht. Ich mache natürlich nicht nur Abholgutachten, ich mache natürlich auch Schadengutachten für Tesla. Und ja, wer mich kennt, der weiß halt, ich fahre auch schon sehr lange Tesla und bin auch Fachkraft für Hochvoltfahrzeuge. Das heißt also, ich habe also wirklich schon diese Hochvoltausbildung. Ich darf daran arbeiten an den Fahrzeugen. Und als zertifizierter Sachverständiger kann ich natürlich gerichtsverwertbare Gutachten ablegen. Ja. Und dein Gutachten, dein Abholgutachten ist gerichtsverwendbar. Genau, richtig. Also ich durch dieses Zertifikat, da muss man natürlich immer Lehrgänge nachweisen und man muss auch entsprechend versichert sein. Und das erstellt man natürlich ein richtiges Dokument. Also nicht, es gibt ein PDF-Dokument zu jedem Schaden oder zu jeder Abholgutachtung, Begutachtung. Und da, das ist auch gerichtsverwertbar und kann letztendlich mit also bestimmte Kriterien, Bilder, wie die aussehen müssen und so weiter. Das ist halt alles Das alles wichtig. schön dokumentiert, Genau. wenn zum Beispiel Kratzer sind oder wenn, also da sind wir ja beim Thema. Was kann denn alles zum Beispiel passieren? Wir haben jetzt hier Ja. das Model 3 von dir. Genau. Kannst du uns mal kurz mal zeigen, was da alles so bisher bei dir aufgefallen ist bei anderen Leuten? Einfach mal so Genau. rundherum, was passieren kann. Ja, also häufig hat man natürlich durch das viele Auf- und Abladen, hat man, jetzt ist hier ein Spoiler dran, hat man hier in dem unteren Bereich Aufsetzschäden. Ne? Das kann sowohl vom Befahren und Entladen auf dem Schiff kommen, aber auch auf die Transporter, auf die LKWs oder sowas. Ne? Und Fahrzeuge werden ja 3 bis 4 Mal auf LKWs verladen und vom Schiff auch wieder auf- und abgeladen. Und da sind halt entsprechende Rampen. Und wenn die Fahrzeuge da relativ zügig drüber fahren, federn die halt ein und können halt in diesem unteren Bereich halt Schäden verursachen. Ich hatte diese Woche auch Türen, die nicht richtig eingestellt waren, die dann halt klapperten. Wenn man die jetzt hier so gegengefahren hat, war das ein richtig hartes Geräusch auch. Hier ist zum Beispiel bei meinem die Tür, die steht deutlich über. Ne, die könnte man jetzt noch mal ein bisschen einstellen, damit sie ein bisschen Lass mal kurz satter sehen. dran Hier liegt. sieht man das, glaube ich, besser. Genau. Okay. Und sowas Ja. siehst du dann direkt und wird auch dann Genau. dementsprechend im Gutachten festgehalten, ne? Genau. Ne, dann hier solche Sachen, wenn da hier die Heckklappe etwas übersteht oder hier sind auch häufig die Probleme. Ne, da sieht man auch, das ist nicht so schön, wirklich schön immer der Radius. Und hier steht es halt auch ein bisschen raus, ne, wenn man jetzt von oben drauf schaut. Was war denn die bisher schlimmste Sache, die dir so aufgefallen ist, bei einer Abholung? Das war ein schwarzer Performance. Da war der ganze hintere Bereich mit Baumharz voll. Und ja, und das hatten die so abgestellt und dem Kunden wollten sie es übergeben.
Und man kann sich vorstellen, wenn man das Auto jetzt so übernimmt und nimmt das mit nach Hause, dann werden ja irgendwann sagen, naja, Sie haben das ja genommen und wir wissen ja jetzt nicht, wo der Baumharz draufgekommen ist. Ist er bei uns draufgekommen oder ist er bei euch draufgekommen, in eurer Obhut? Na, also wir sorgen da nicht mehr für. Und das waren also durch die Feststellung, sage ich mal, ein Aufwand vom Polieren von mindestens 5 bis 6 Stunden, um diesen Baumharz da wieder runterzukriegen. Ne? Also es war irgendwo wahrscheinlich irgendwo eingelagert. Ne? Man konnte es jetzt an der Fahrgestellnummer auch nicht irgendwie machen, sehen, wie alt das Fahrzeug war oder so. Einfach Die haben durch die Seite. das dem Kunden einfach so hingestellt und ja, so nach dem Motto, wenn er es nicht sieht und es mitnimmt und Und dann als die durch mein. Reklamation kam, haben die da irgendwas gesagt, dass es Wir haben das dass es fotografiert und wir haben dann nochmal versucht, ein bisschen was wegzumachen, haben es aber dann nachher aufgenommen, dass es halt später im Service Center halt erledigt wird. Ne? Also wie Okay. gesagt, man kennt den Aufwand. Es war auch nur im hinteren Bereich. Aber es ist natürlich für so ein Abholgefühl von einem Kunden nicht schön. Ne? Der will natürlich ein perfektes Auto haben. Um Ne? die Sache jetzt nochmal zusammenzufassen, also du fährst mit dem Kunden dahin, oder ihr trefft euch da, wie funktioniert Genau, das? also in der Regel treffen wir uns entweder in den Service-Centern, in den Abholbereichen oder in Düsseldorf heißt es ja Pickup-Center und in Köln halt Service-Center. Also Beispiel Köln, ich Ja, rufe dich an, wir treffen uns um 14 Uhr genau. am Montag in Köln. Die Nummer kostet dann 199 Euro netto plus Genau, Mehrwertsteuer, plus die und Anfahrt. plus die Anfahrtsgebühr, Genau, ne? ja. Also wie hoch ist der ungefähr? 26 für Köln und 76 für Düsseldorf. Düsseldorf. Okay. Ja, und ich hole die Leute Aber auch, wenn es sein. Frankfurt wäre auch möglich, zum Beispiel. Frankfurt habe ich auch schon gemacht, Okay. mehrere, Also quasi ja. 199 Euro plus die Einfahrtpauschale, die man nachfragen kann. Genau, richtig, ja. Und was ich jetzt zum Beispiel letzte Woche hatte, war sehr interessant von einem Kunden die Aussage, ja, wenn das Fahrzeug mal irgendwann nach 4 Jahren aus dem Leasing ist, unter Umständen kriegt man ja Dinge aufgeschrieben, die man nicht selber zu verantworten hat. Hat man letztendlich auch eine gute Dokumentation, dass zum Beispiel das ein oder andere, wie jetzt zum Beispiel Spaltmaße, die nicht so perfekt sind oder sowas, kennt man ja bei Tesla leider immer noch, dass man das halt nicht aufgeschrieben bekommt als Vorschaden oder verdeckter Mangel oder sonst irgendwas. Ne? Okay, hast Ja, du sonst auch. noch was zu der Abholung zu sagen, was Ja. vielleicht wichtig ist? Was wichtig ist zum Beispiel, ja, wir hatten früher diese Wagenheberaufnahmen oder diese runden Teile, die halt unter Fahrzeug sind, die früher oft eingerissen waren. Jetzt ist das ab und zu immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich kontrolliere die immer und es ist ab und zu immer noch vorhanden, dass da auch wieder Druckstellen oder Einrisse sind. Okay. Also nicht Machst 100. du auch technische Sachen? Das heißt, prüfst du das Auto, ob das lädt und sowas, oder wird das von den Kunden nicht so gewünscht? Nee. Also alles, was jetzt, sage ich mal, im Bereich der Garantie laufen könnte, ne, wie zum Beispiel auch eine Probefahrt oder sowas, ich gebe dann schon mal Tipps, dass wenn die Leute einsteigen, ich sage, gucken Sie, ob das Lenkrad gerade steht, das ist auch im Moment ein bisschen häufiger, dass das Lenkrad ein bisschen schief steht bei Geradeausfahrt. Ne, aber ich kann dann nicht noch eine Probefahrt machen oder sowas. Ich Wie lange erkläre halt dauert ein der bisschen. ganze Ablauf denn? Also wenn ich jetzt dahin fahre, 12 Uhr zum Beispiel Montag, wie viel Zeit muss ich einrechnen? Also ich nehme mir immer ungefähr 1,5 Stunden Zeit für den Kunden. Ne? Und das heißt also, wenn dann auch noch irgendwelche Fragen sind, irgendwelche Erläuterungen, irgendwie, was weiß ich, Handy einrichten oder irgendwas erklären für die Klimaanstellung oder Also sonst was. du führst den Kunden auch mal einmal kurz durch die Menüs, wenn einer noch gar keinen Tesla kennt. Genau, ne? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, viele gucken sich tatsächlich die Videos an oder haben überhaupt Videos, YouTube-Videos oder sowas alles schon gesehen und haben ja eigentlich sich schon ganz gut informiert. Ne? Ganz kurz noch zu deiner Garage. Elektrogarage.com, im Netz findet man das ja, ne? Ja, genau. Sag mal ein paar Worte dazu. Wo ist das und was machst du in der Garage? Ja, also das ist in dem Gewerbegebiet Bietzen, das gehört zu Much, ist aber, sage ich, in der Nähe von Neunkirchen-Seelscheid und Overath, am ländlich gelegen. Am besten müsste man die Adresse eingeben, weil es halt relativ neu alles ist und ist es noch nicht im Google drin, Am über besten die diese Drei-Wort-Adresse, ne? Drei-Wort-Adresse, die kannst du mal einblenden. Ich habe sie immer noch nicht genau drauf. Und ja, dann, das ist also hier eine Prüfhalle. Sollen wir mal kurz reingehen? Mal gucken Können wir mal. machen hier. Also ich mache dort erstmal die Tesla-Checks für die. Ruhig weiter. Ja. Die Tesla-Checks für die älteren Fahrzeuge, so wie wir deinen in dem letzten Video mal durchgecheckt haben.
aber auch die Checks für die Garantieendzeit, also wenn die Garantie ausläuft, dass ich da also Durchchecks habe. Da habe ich jetzt am Montag auch wieder einen, der hier hinkommt. Das müssen wir natürlich dann hier machen, weil hier können wir dann hochheben auf die Hebebühne. Alles noch im Aufbau so ein bisschen. Ich habe jetzt mir auch für die Reifenmontage Geräte geholt, das heißt also elektronisches Ausfuchtgerät und ein modernes Montiergerät mit dem Zusatzarm praktisch für die Breitreifen, dass man die also vernünftig auf- und abziehen kann, ohne dass die Schäden nehmen. Und ja, sowas will ich dann demnächst auch hier machen, beziehungsweise ab sofort auch hier machen und ja, entsprechend das auch anbieten, dass die Kunden Also das mit Portfolio, was du machst, kann man auf deiner Webseite, die Elektrogarage.com, .com, ja. alles zusammengeschrieben, ne? Genau, richtig, ja. Okay, Das dann sollen kann die man da Leute einfach mal da sehen. drauf gucken. Ja. Es geht einfach nur darum, dass die Leute mal gesehen haben, wie sieht es hier aus. Ja. Alles schön sauber auch und es sieht halt nach Arbeit aus, ne? Und wir verabschieden uns hier aus der Elektrogarage.com von Wolfgang Müller, dem Tesla-Gutachter. Auf Wiedersehen. Tschüss. Just go ahead, go and catch me, baby. Go.